Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Rückbildungsgymnastik. Natürlich kannst du auch so mitmachen. Wir werden uns vor allem heute um den Beckenboden kümmern, um unsere tiefen Rumpfmuskeln, unsere Stabilisatoren der Mitte und natürlich um unsere Haltung. Denn wenn wir aufrecht stehen, entlasten wir wunderbar unseren Beckenboden. Und so starten wir jetzt auch. Du machst immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Du bist hier hüftschmal geöffnet mit deinen Füßen, gehst mit deinem Körpergewicht auf die Außenkanten deiner Füße und jetzt drückst du den Großzehenballen beider Füße nach unten. Jetzt hast du Großzehenballen, Außenkanten und Fersen auf dem Boden stabil fixiert. Knie, die sind etwas durchlässig und dein Brustbein, das hebst du nach diagonal oben an. Eine Krone auf deinem Scheitelpunkt, schieb dich in Richtung Himmel, richte dich auf, lass ein bisschen Platz unter deinen Achselhöhlen und nimm wahr, wie sich deine aufrechte Haltung anfühlt und vielleicht nimmst du auch schon mal deinen Beckenboden wahr, deinen tiefen Bauchmuskel. Sag ruhig das Wort Ich. Merkst du, wie du deine Mitte aktivierst? Und jetzt pendel auf deinen Vorderfuß und auf deine Fersen, so dass du dich etwas aus deiner Mitte bringst. Wenn du dich aus der Mitte bringst, wird deine Körpermitte automatisch aktiv. Also so ein bisschen pendeln. Immer wieder an die Krone denken. Und immer an den Atem denken, ganz wichtig. Nase ein, Mund aus. Zur Mitte einpendeln, nach rechts und links. Ganz leicht dein Körpergewicht verlagern. Auch hier dich wieder strecken nach oben. Und weiter atmen. Ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln, sodass du auf beiden Füßen gleichmäßig stehst. Und dann rollst du deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse, ganz bewusst deine Venen pumpen, aktivieren, die Waden. Einfach mal so richtig durchdrücken, dich hochschieben. Denk an diese Körpermittenspannung, die wir gerade aufgebaut haben. Die behältst du bei. Drück dich nach oben. So transportieren wir gleich das Blut zurück in den Körperkreislauf. Wenn wir die Waden aktivieren, dann wirst du etwas größer und fängst an zu gehen. Und jetzt dürfen die Arme natürlich auch mitschwingen. Vielleicht kannst du, wenn du gehst, auch deinen Beckenboden aktiviert halten. Versuch's ruhig. Vielleicht nochmal Ich sagen. Arme locker schwingen, Füße abrollen. In deinem Tempo. Jetzt gehst du einfach mal weiter und schau mal, was ich mache. Geh einfach weiter. Weitergehen und mach mit. Eins, zwei und stehen. Eins, zwei und stehen. Einfach mitmachen. Genau. Du kannst natürlich auch dein Knie etwas höher ziehen, so wie du immer noch aufrecht bleiben kannst. Kurz deine Balance finden. Zwei und stehen. Eins, zwei und stehen. Eins, zwei und stehen. Hineinspüren, was passiert, sobald du hier länger auf einem Bein stehen musst. Was macht deine Mitte? Eins, zwei, stehen. Ganz locker.
Noch einmal, rechtes Bein bleibt jetzt oben. Stopp, versuch dich zu halten. Versuch dein Knie ruhig ein Stück höher zu ziehen. Aufrecht und stabil im Rücken bleiben. Und jetzt geht dein Bein nach außen weg. Mit der Ferse schiebst du nach außen weg. Lass dein Becken hier ganz gerade. Und dann ziehst du dein Knie nochmal hoch. Und das darf ein bisschen dynamisch passieren. Deine Arme, die kannst du mal gern vor dem Brustbein schließen. Also die Hände, Handballen zusammendrücken. Und jetzt gehst du nochmal zur Seite. Und hoch. Zur Seite und hoch. Ruhig, dynamisch. Schick. Mach mal weiter, ich zeig's dir so ein bisschen seitlich. Atmen nicht vergessen, noch zweimal Außenseite spüren und bleibe in der Mitte, löse einen Moment auf und spüre nach, vergleiche auch nochmal beide Körperseiten und starte dann nochmal mit dem Gehen. Ganz locker, erstmal gehen, Arme schwingen mit, genau. Und irgendwann beginnst du wieder mit dem 1, 2, 3 halten. Und 1, 2 und halten. 1, 2 und halten. 1, 2 und halten. Jawohl. Lass die Arme mitschwingen. Lass deinen Atem fließen. Und halte dann die andere Seite. Stopp. Drück deine Handballen vor dem Brustbein zusammen. Schieb deine Ferse nach außen weg. Versuche im Becken stabil zu bleiben. Schultern tief und zieh hoch. Und komm wieder zur Seite. Und hoch. Und zur Seite. Geht noch, wenn du wackelst, ist okay. Komm zur Mitte und löse, entspanne, Arme locker, nachspüren. Und jetzt lässt du deine Fersen zueinander wandern. Das heißt, du drückst die Innenseiten der Oberschenkel aneinander. Bleib mal so, ich komme so ein bisschen seitlich. Versuch die Rückseite zusammenzuziehen. Das funktioniert natürlich nicht, aber du kannst es probieren. So richtest du dich schon automatisch auf. Und jetzt ist dein Steißbein die Stelle, die dich in Richtung Boden zieht. Also nach unten. Bitte nicht den Po rausschieben, sondern gerade nur ein Stück. Knie Richtung Fußspitzen und dich wieder aufrichten. Und wenn du dich aufrichtest, schieb die Fersen so richtig in den Boden. Einatmen und ausatmen, drücken. Einatmen und aus richtig Druck geben. Und auch hier kannst du deine Hände nochmal vorne schließen, Handballen drücken. Und jetzt kannst du zusätzlich, wenn du hochgehst, leichten Druck mit den Handballen aneinander aufbauen. Einatmen, löse die Spannung. Ausatmen und Fersen drücken, Handballen drücken. Einatmen und Fersen drücken, Handballen drücken.
geht. Wenn es nicht mehr geht, mach Pause. Auch in deinem Rhythmus. Letztes Mal noch. Und Arme lösen, Fersen öffnen, Hände aufstützen auf deine Oberschenkel und deinen Rücken ganz rund werden lassen und wieder gerade ziehen. Mach weiter, komm schon mal an den Rand deiner Matte. Rund, aus und ein. Lass den Rücken gerade. Komm nach unten auf den Boden und nimm deine Hände jetzt unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüftgelenke. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Wichtig ist, dass du dich herausziehst aus deinen Schultern. Dein Kopf bleibt in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Die Knie unter den Hüftgelenken. Hände unter den Schultern, perfekt. Und jetzt versuche nur den unteren Rücken zu bewegen. Das heißt, du schiebst mit deinem Schambein in Richtung Boden und versuchst dann mit deinem Bauchnabel leicht in Richtung Boden zu ziehen. Also Schambein nach oben. Ausatmen, den unteren Rücken und einatmen, lösen. Blute deinen Beckenboden. Genau, versuch wirklich den unteren Rücken zu mobilisieren. Oben bleibst du in der Position. Und versuche jetzt, dich einzupendeln in die Mitte, also nicht mehr so tief, aber auch nicht mehr so hoch, bis du irgendwann mittig mit deinem Becken bist, neutrale Position gefunden hast bis du merkst, dass du in der neutralen Position bist. Hier rausziehen, Bauchnabel nach innen ziehen. Und jetzt versuchst du, die rechte Hand in die Richtung zu ziehen und dein linkes Knie in die Richtung, also zueinander, ohne dass ich von außen jetzt was sehe. Also ausatmend, diagonaler Zug. Schau mal, dass im Rücken sich jetzt nichts bewegt. Der ist ganz ruhig. Nur der Zug, einatmen, lösen. Und jetzt die andere Diagonale. Ausatmen, Hand in Richtung Knie und ein. Aus und ein. Merkst du deine schrägen und deine tiefen Bauchmuskeln? Vielleicht spürst du auch deinen Beckenboden. Diagonalen Zug aufbauen. Fuß oder Knie und Hand zueinander. Jede Seite noch einmal. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück und schiebst dich nach hinten Richtung Ferse, die Arme vor. Entspanne, Handgelenke auch entspannen, den Rücken lang werden lassen. Und dann kommst du nach vorne auf deine Ellbogen. Der Daumen oder die Daumen zeigen in Richtung Decke. Und versuche jetzt mit deiner rechten Hand und mit deinem linken Knie in den Boden zu drücken. Also Druck aufbauen. Und wenn du jetzt drückst, hebst du die
rechte Seite weg mit deiner Ferse, schiebst du nach hinten. Dann atme ein, nimm das Bein zurück, drücke mit der anderen Diagonalen, schieb die linke Ferse nach hinten und atme wieder ein und aus. Und ein und aus. In deinem Rhythmus Druck, Ferse schiebt. Und dann halte ein Bein hinten und versuche mit dem Bein jetzt ganz kleine Bewegungen nach außen und ein Stück nach innen zu machen. Und nach außen stabil bleiben im Becken. Zur Mitte und kurz lösen, andere Diagonale, gibt Druck, Ferse schiebt und außen und innen. Nicht mehr geht, Pause. Kommt zur Mitte und entspannt zurücksetzen. Locker lassen, Rücken mal weiter zurück, stehen auf die Hände, entspannen. Sehr gut. Komm eins höher, drück dich nach oben, lass die Schultern los und dann legst du dich auf die Seite. Komm zur Seite, dein Ellbogen ist unter der Schulter und deine Unterschenkel, die gehen nach hinten. Und zwar hast du jetzt eine Linie hier, Oberkörper und Oberschenkel. Unser beliebter Seitstütz, aber ganz super Übung für unseren tiefen Bauchmuskel, auch Beckenboden für die ganze Stabilität, hat man das Gefühl, du ziehst den Unterarm hierher. Genau, dann kommst du schon so ein bisschen raus. Eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Und die Hand hilft dir, indem sie versucht, deine Rippenbögen in Richtung Decke zu ziehen. Also komm mal mit dem Becken hoch. Geht. Wir machen es nicht lang, keine Angst. Helft dir hier ein bisschen mit. Und jetzt gehst du mit dem Becken ein Stück höher, zieh immer noch den Unterarm in die Richtung und wieder in die Diagonale. Komm nochmal höher und in die Diagonale. Komm hoch. Gleich hast du es geschafft. Noch zwei. Und kurz lösen. Ablegen. Super. Auslockern. Auf die Seite ablegen. Beine im rechten Winkel. Leg deinen Kopf jetzt gemütlich ab. Und versuche, dein Becken von dir wegzuschieben. Oberes Bein anziehen. Fußspitze anziehen. Und jetzt halt zurück die Hand mal hier zur Kontrolle, ob du dein Becken stabil lässt, wenn du jetzt mit der Ferse nach hinten schiebst. Kraftvoll, Becken ruhig, Spannung im Bauch. Einatmend, hinten den Fuß strecken und das Knie bleibt rechtwinklig und du ziehst wieder vor. Aus, Ferse, kraftvoll zurück, ein Fuß strecken nach vorne. Dann kannst du die Hand auch hierher nehmen, wenn du möchtest, und leichten Druck geben.
Noch zweimal. Halte und entspanne. Gesäß natürlich, aber auch Beckenboden, den wir aktiviert haben durch das kraftvolle Zurückschieben. Jetzt kommt gleich hoch, komm auf die andere Seite und wir starten mit unserem Seitstütz. Ellbogen unter die Schulter, Unterschenkel zurück, gefühlt den Arm in die Richtung, Spannung in der Mitte. Jetzt drück dich gleich nach oben, die Hand gibt dir hier Stütze und zieht dich an den Rippenbögen höher. Das heißt, du kommst hoch und tief. Lass den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Denk dran, dass du ranziehst den Unterarm. Noch zweimal. Und wenn es nicht mehr geht, ist immer okay, wenn du Pausen machst. Und lösen. Ablegen. Kopf auf den Oberarm, Beine anwinkeln. Gemütlich. Kannst wieder die Hand als hier Kontrolle auf deine Hüfte nehmen. Oberes Bein anheben. Schieb kraftvoll zurück, parallel zum Boden, hinten den Fuß strecken und kraftvoll ranziehen. Genau. Ferse zurück, lass dein Knie rechtwinklig. Wenn du willst, gibst du hier leichten Druck. Geht noch. Noch einmal kraftvoll zurück und entspannt ablegen. Jetzt drück dich gleich nach oben, komm zum Sitzen und fass ein Bein und roll dich in die Rückenlage ab, sodass du deinen Nacken jetzt, deinen Oberkörper entspannt liegen lassen kannst. Genau. Und wenn du hier so liegst, müsstest du merken, wenn die Beine aufgestellt sind, dass dein unterer Rücken nicht so fest auf dem Boden liegt oder sogar Luft hier ist und dein oberer Rücken natürlich auf dem Boden liegt, oder? Genau, jetzt versuche deinen unteren Rücken auch mal runter zu drücken und kipp in die andere Richtung, so wie wir das eigentlich, mach nur weiter, im Vierfüßlerstand auch schon gemacht haben. Ausatmen, runter, wieder lösen, hin und her kippen. Und werde in beide Richtungen etwas weniger von der Bewegung, also etwas kleiner, sodass du irgendwann das Gefühl hast, du liegst sogar neutral. Wenn du jetzt mal nach unten schaust, ist dein Schambein auf derselben Höhe wie deine Beckenknochen. Und wenn du da ankommst, bleibst du hier. Atmest aus, ohne Beckenbewegung, kannst mit den Händen noch kontrollieren. Heb dein rechtes Bein, atme ein, setz es ab, ausatmen links. Ganz stabil bleiben im Becken.
und absetzen. Aus. Das kann man jetzt so machen, dass es ganz einfach ist, aber wenn du kontrollierst, ob dein Becken ruhig bleibt, dann müsste es relativ schwer sein, das Bein anzuheben. Halte jetzt ein Bein oben, neutrales Becken und geh mit dem Bein, mit dem Knie ein Stück nach außen. Lass dein linkes Knie ganz ruhig aus und einatmen wieder zurück. Ein kleines Stück nach außen und ein wieder zurück. Mach mal weiter. Ich hoffe, du spürst es im Bauch, im Beckenboden. Und löse auf, fliegender Wechsel. Super, Becken neutral, andere Seite jetzt. Und ausatmen, mach weiter. Einatmen, wieder zurück, ich komme wieder zu dir. Aus. Kontrolliert in deinem eigenen Rhythmus. Komm wieder zur Mitte, stell den Fuß auf und entspanne. Sehr gut. Arme mal neben den Körper und eine Gegenbewegung dazu. Jetzt drück die Füße in den Boden, schieb dein Steißbein Richtung Ferse, roll dich mal ganz gemütlich hier maximal bis zur Schulterblattspitze, gar nicht höher und komm dann langsam Wirbel für Wirbel nochmal tief. Komm nochmal hoch. Bleibe da. Und versuche von hier aus dein rechtes Knie und dein linkes Knie nach vorne zu verlängern. Also in die Richtung. Rechts länger, links länger. Noch die letzten. Nochmal schauen, ob dein Becken auch wirklich ruhig bleiben kann und du nur mit deinen Knien nach vorne wegschiebst. Noch 4, 2 und zur Mitte kommen und langsam abrollen. Die Knie nacheinander hochziehen, immer nacheinander. Kurz klein werden. Ranziehen, lösen, auf deinem unteren Rücken so ein bisschen hin und her, dich bewegen. Und dann stellst du die Füße nacheinander auf, nimmst die Fußsohlen zusammen, lässt die Knie nach außen kippen, entspannst deinen Beckenboden, schließ ruhig deine Augen und versuch dich zu entspannen, in den Bauch zu atmen. Gönn deinem Beckenboden auch mal Entspannung, nicht nur Kräftigung. Schließe nochmal wieder deine Knie. Lass beide Knie auf eine Seite kippen, den Kopf zur Gegenseite drehen.
einander wieder zur Mitte, zur anderen Seite. Und nacheinander wieder zur Mitte. Und dann kommst du ganz auf eine Seite, egal welche, und drückst dich über die Seite eins weiter, nach oben, zum Sitzen. Richte dich auf, streck beide Arme nach oben. Ganz lang ziehen, ausatmen, auf eine Seite drehen. Nochmal einatmen, hoch. Zur anderen Seite. Einatmen hoch. Bleib hier. Heb rechts, einmal links die Pobacke im Wechsel. Zieh dich lang. Locker die Arme aus. Komm über die Seite, unten in den Fuß rein, auf die Knie, auf die Füße und stütze dich gleich auf die Oberschenkel auf. Wirbel für Wirbel aufrollen. Aufrichten. Schultern zurückziehen. Hüftschmal stehen. So richtig, kannst du auch nochmal durchlockern und durchschütteln. Kurz Moment die Augen schließen und hineinspüren, wie du jetzt so stehst, ob du jetzt ein anderes Gefühl hast, auf wie du auf deinen Füßen stehst. Sind deine Knie durchlässig? Vielleicht merkst du, dass dein Beckenboden jetzt aktiv geworden ist, dein tiefer Bauchmuskel, all die Stabilisatoren im Rumpf. Merke auch, dass du etwas Luft unter den Achselhöhlen hast, ein Lächeln auf deinen Lippen. Deine Krone dich in Richtung Himmel zieht. Ausatmen, Augen auf. Einatmen, streck dich. Super. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich freue mich natürlich. Lass nochmal los. Halte hier. Ich freue mich über ein Gefällt mir. Streck und regel dich. Über einen netten Kommentar, wenn du möchtest. Löse deine Arme. Öffne deine Arme. Und entspann dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Also wie gesagt, gerne kommentieren, gerne Gefällt mir drücken. Ich freue mich natürlich, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat. Vielen Dank. Wenn du noch mehr Videos von mir sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Du kannst auch einfach auf den Kanal gehen. Da sind meine Videos in Playlists aufgeteilt, also nach Themen geordnet. Dann schau einfach mal dahin. Wenn du möchtest, gib Rückbildung Gabi Fastner ein, dann findest du noch mehr Videos. Oder du kannst Wirbelsäule Gabi Fastner oder Beckenboden Gabi Fastner und eingeben. Dann kommst du auch auf noch mehr oder andere Videos, die dich interessieren. Gerne mich weiterempfehlen. Oder wir sehen uns ganz einfach bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Bis dann!